Auch immer toll, wenn die Bösen ihre Pläne aufschreiben, was immer ganz wichtig ist, weil ich als Böser weiß ja eigentlich, was ich tun werde. Aber es muss alles aufgeschrieben werden. So will ich die Tradition. Ah, das ist ein Roboter, sich jetzt erst. Du hättest es verhindern können. Ein Eissturm. Oh, hat weniger Schatten, was ich dachte. Yeah. Oh. Du bist besser geworden. Geschwindigkeit ist tatsächlich wichtig. Oh, noch Orangensaft. Yay. Welches ist aber der richtige Weg? Okay, dann bin ich hier. Und hier komme ich rechts raus. Macht anscheinend keinen großen Unterschied, oder? Oh, ein Bankett! Es gibt ein Zimmer in diesem Schloss, in dem ihr mit dem Mobiliar interagieren könnt. Kerzenanzünder, Bilder verschieben, wunderbar. So was habe ich außerhalb des Schlosses noch nie gesehen. Destiny ist eine äußerst reiche Person. Oh mein, Destinys Zimmer ist durch 4 magische Kugeln verriegelt. Aber ich kann sie nicht finden und daher ist das Zimmer nicht aufräumen. Perfekte Ausrede. Ich gehe mal davon aus, dass ich einfach zu stark bin schon hierfür. Wie viel Geld der Typ wohl haben muss? Das ganze Ding wird mich wahnsinnig machen, ich weiß es jetzt schon. Ah ja, Sekretär und hier Zauberer. Oh. Oh, das macht Blitz ist gar nicht stark auf die. Okay. Einmal lutscher, ja, das ist doof. Haha, du Loser. Und tot. Ah, ich habe genug Wasserration, da passt es also. Gut, dass wir daran gedacht haben, dass man hier Sachen kaufen kann. Yay, extra Leben. Ich glaube auch nicht, dass ich Geld sammeln kann, wenn das Spiel nicht weitergeht, auf irgendeine Art und Weise. Aber wer wohnt denn hier? Das sind doch bestimmt nicht alles Destinys Zimmer, oder? Dieser Schrank? Ich vermute mal, ich kann diesen Schrank da unten reinlaufen. Megaskelett. Erdschlag.
Erschlag ist gut. Oh, nicht cool. Doch nicht? Ne, ich kann da nicht rein. Schade, ich hätte echt gedacht, dass man da rein kann. Der muss echt reich sein, wenn hier so viel Kram von ihm rumliegt. Ein Erdschlag. Draufhauen. Geister weiter draufhauen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Crit. Aber klar. Wie kommt der Typ eigentlich zu seinem Reichtum? Müssen seine Wachen permanent für ihn... Grüne Kugel, ah. Müssen seine Wachen permanent wie ein Monster töten, damit er genug Geld einnimmt? Warum behalten die Wachen das dann nicht selbst, das Geld? Der Teddy sieht aber böse aus. Alles nur Ritter. Ach, dann hauen wir einfach mal drauf. Gib's ihm. Nehmt das. Wow. Für Destiny. Wenn das alles war, hast du dein Leben somit verwirkt. Mich nennen sie Lutscher. Weil das so böse guckt, hätte ich tatsächlich gemacht, dass man mit dem interagieren kann. Gehen wir ein Stockwerk höher. Jetzt haben wir ja alles abgegrast. Nein, ich gehe später hoch. Ich muss das nach und nach abgehen. Jetzt gehört das zu. Ich hasse Sekretäre. Eigentlich nicht, aber die Nerven schon hart. Lala. Zwei müssen platt sein. Oh.
Was? Wow, ist ja schon mittlerweile stark. Gehen wir erstmal hoch. Gehen wir erstmal hier die Wege ab. Wir sind in der Küche. Da geht's auch hoch. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Funktioniert nicht, okay. Vielleicht später. Vielleicht muss ich hier später abhauen. Da muss ich jetzt doch hoch. Noch die anderen Kugeln finden. Geht's noch weiter hoch. Ich meine, für euch ist es kein Problem. Ich muss mir merken, wo ich langlaufe. Ah! Das ist ja ein geiles System. Alle Soldaten. Ach komm, was soll's. Eissturm. Bis ihr euch einpinkelt. Oh, Nigel ist nicht der Freund der Gegner. Mit dem Glückstreffer ist er tot. Das war aber keiner. Oh, er lebt noch. Auch gut. Komm, hau erstmal auf den da. Hau auch noch drauf, bevor er dran ist. Jetzt wird's langsam düster. Okay, Nigel? Nee. Aha, du Flasche. Ach, die haben Stärkeverlust gehabt, habe ich gar nicht gesehen. Ich vermute mal, das ist dieses Ding, von dem die gesprochen hat. Okay, vielleicht wenn ich beide zumache. Warte mal. Das war offen. Ich muss die wahrscheinlich angleichen. Mache ich das noch offen? Ansonsten finde ich hier nichts. Wahrscheinlich ist ja auch nichts. Einfach nur da, dass es da ist. Eigentlich auch schön. Wurde es einfach nur da, um Leute wie mich wahnsinnig zu machen? Ja, weil die permanent denken, oh, da könnte was sein. Merkt vielleicht, dass ich mittlerweile was gegen die Sekretäre habe. Interessant. Die lassen ihn trotzdem mehr.
kommst nicht ran. Und. Aber draufschlagen. Magischer Gigatrank. Fruchtgummis habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ups. Okay. Ich gehe mal echt davon aus, dass es nichts weiter ist. Ah, schade, ich habe einen Crit drauf. Ein Eissturm, bitte. Und zack. Komm, mach weg. Und das Skelett da. Weg mit dir. Oh, ist gar ganz weg. Gut, du machst den. Oh, ich hätte eigentlich wissen müssen, dass das passiert. Ist aber egal. Das tut also richtig weh, wenn so richtig starke Angriffe eigentlich mal ins Nichts verlaufen. Vermute mal, hier ist einfach mal wirklich nichts. Das ist nicht grundlos da. Aber ich habe alles angegleicht, ich habe keine Ahnung. So. Da ist ein kleines Schmuckkästchen. Zauberer. Erstmal ein Sekretär da. So, gleich haben wir Glück und jemand fährt ein. Okay, die Zeit kann ich gebrauchen. Autsch. Und weg. Jetzt bist du dran, dann stirbst du jetzt. Oh, ich habe nicht an Erfolg geglaubt, aber schön. Den hier. Was von dir noch übrig ist, darf Nigel erledigen. Ach nee, doch Mike, Entschuldigung, du warst Nigel, sowas. Ich hab's nicht so mit Namen. Kugel? Ja. Okay, ich vermute mal, in jedem Bereich werde ich eine Kugel finden. Das heißt, im nördlichen Bereich wird noch eine sein. Und höchstwahrscheinlich ist da rechts auch irgendwo noch eine. Oh.
Oh. Ach so, ich bin mal reingekommen. Hey, das Hey-Team! Was macht ihr hier? Ich bin nicht geheilt. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen, Gott. Wir sind auf einer Mission. Destiny hat uns erzählt, wer ihr seid und was ihr vorhabt. Wir sind die neuen Helden. Und wir haben einen Auftrag. Gut, wie ist euer Plan? Der Trottel tut mir leid. Verflucht! Ey, das ist echt scheiße. Shade? Saffron? Mr. B? Ah ja, B. Abelrakos. Wolkengesicht, Bist du Murdoch? Ich weiß nicht, was die drauf haben. Okay, versuche erstmal Mr. B loszuwerden. Ich bin so mutig. Oh, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich schau mal weiter auf dich, wenn es okay ist. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Okay. Ach, ich bin schon wieder ausgewichen. Du musst mal auf jeden Fall die ganze Zeit den hier machen. Ach, das war für alle, okay. Oh, das war gut. Okay, machen wir es bei dem hier. Weil das müsste ich auch wütend gemacht haben. Und wir machen erstmal den hier, damit ihr alle ein bisschen eingefroren seid und langsamer werdet. BA. Ich will nicht, dass BA angreift. Feuer 2. Oh! Feuer 1. Feuer 1 ist noch schlimmer. Die heilt sich. Oh Gott. Sehr schön. Also solange ich das noch machen kann, ist gar nicht so tragisch. Wir haben uns erstmal auf einen drauf. Boah, 800. Feuer 2 ist okay. Boah. Wir zünden euch auch mal ein, dann kriegt ihr wenigstens auch ein bisschen Schaden. Nightshade wird es vielleicht nicht mehr machen. Okay. Du gibst mal Nightshade kurz was. Super Runde heilen. Mach die Ape Records kaputt. Das war kein guter Schlag. Schnitzel, Schnatze. Warte mal, was haben die so jetzt? Ah, Stärke und Geschwindigkeit. Spezial, der brennt einfach nur. Ja, ich muss mal gucken, dass ich es irgendwie hinkriege. Ah, Mist. Aber 220 ist nicht viel. Auch wenn er halt... Ah, okay, das macht es halt auch. Lustig, dass man gegen die kämpfen muss. Kann man dann später nochmal bei denen rein? So, ich habe auch noch diese Wolf-Sandwich. Das ist jetzt genau das Richtige. Hau ihn um! Heilung 3! Ein Grund mehr, einen nach dem anderen kaputt zu machen. Der hält das aus. Du machst gleich nochmal einen Eissturm und... Weißt du was, Nightshade kann eigentlich auch...
den hier machen. Die kriege ich schon noch. Mike ist schlecht. Mike ist am Boden. Nein, schon, du musst ihn wiederholen. Gegenstand. Nigel ist als nächstes dran. 86, LP und MP, dann immer mal drauf da. Oh nein, Feuer 1 ist schlimm. Ach, er ist ausgewichen, super. So, jetzt habe ich dich wenigstens schon mal fast. Hau mal Saft von oben. Den bitte. BA töten. Ja, das war der erste. So, wen haut es dieses um? Saffron ist schon verletzt, also machen wir einfach mal weiter. Immer schön weit auf denselben. Nicht Mike umhauen, bitte. Mach den Eissturm. Shit, das war Mike. Kannst du aufhören, den immer wieder umzulegen? Ich hab eigentlich gedacht, dass der... Okay, das wird dich viel MP kosten, XP kosten. Johnny hat kaum was gekriegt, interessanterweise. ...234 ist echt zu wenig, als dass es sich lohnt. Was ist das? Das sieht böse aus. Aber es ging daneben, das ist okay. Was habt ihr gegen Mike? Du bist auf jeden Fall der Nächste, der daran glauben muss. Was habe ich, um dich aufzupäppeln? Wein ist zu viel. Hier einen kräftigen Schluck Sake. Hoffe einfach mal, dass keiner von den oben jetzt angegriffen wird, sondern dass es hier unten hingeht, weil dann kann ich einfach massiv unten heil machen und dann ist alles wieder gut. Okay, er hat's überlebt. Was? Alle wieder voll? Und ein paar verheerende Schläge für dich.
Du haust ihm mal Sake rein. Was bringt das? Oh, gemeiner Zauber. Aber ich heile einfach wieder voll. Und drauf da. Ja, das war Nummer 2. Oh, voll 2. Ah, das war der, okay. Ach, Shade Flood. Ey, das heilt Johnny Cut gar nicht. Okay, dann mal an. Machen wir das mal anders. Bring dich um. Hopp, irgendeinen. Hat sogar richtig getroffen. Schön weiter draufhauen. Je weniger sind, umso schwächer werden sie. Halt ihn mal. Ach, du brauchst dringend ein bisschen MP. Da reicht aber Sake. Sonst kein Effekt anscheinend. So, er braucht Sake. Du brauchst einen auf den Nuss. Der ist fast am Ende. Er ist am Ende. Gut, so ist richtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich gegen die kämpfen muss. Ich würde jetzt einfach so primär so noch draufhauen. Am Ende verbinden sie sich noch und werden ein Superheld oder so, ein Superheld. Heil dich noch weiter. Wenn zwei angreifen, habe ich den Schaden schon wieder rausgeholt. Von daher ist die Heilung gerade das Dümmste, was er machen kann. Ja, allgemein bringt es nicht mehr viel, was er macht. Hoffnungslos unterlegen. Yay! So. Mehr Macht. Gut. Du. Bräuchte es eigentlich. Du, ich weiß, du bist eigentlich für Zähigkeit zuständig, aber ich glaube. Wenn du gerade mehr heilen musst, wäre ein bisschen mehr MP nicht schlecht. Du kannst weiter auf der Schiene fahren. Der Magier sollte auch ein bisschen schneller werden. Ah, da gibt's die rote Kugel.